Ja, guten Morgen, liebe Leute. Und zwar, es ist Tag geworden. Allerdings haben wir ein kleines Problem. In der Nacht haben wir ihnchen hier dazu bekommen. Das ist Mr. Skeleton, der hier gerade extrem versucht, mich hier zu massakrieren. Und den werden wir jetzt mal ganz schnell versuchen. Da brennt er auch schon. Wohl noch ein Treffer und er ist weg. Ja, das konnte ich in der Nacht natürlich nicht machen. Ja, und dann hat man noch ein Schaf gehabt. Das hat dann erstmal lustig hier auf meinem Dach da irgendwie rumgeturnt, so wie hier jetzt. Ja, und vergnügt sich hier mit der Wiese. Ja, und hier sieht er ja noch die ganzen Pfeile. Der hat hier ernsthaft versucht, mich hier, ja, kalt zu machen. Okay, nicht weiter dramatisch. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit dem Projekt weiter, was wir auch vorhatten. Nämlich uns hier noch so ein paar Setzlinge zu holen, weil, wie gesagt, wir brauchen 4 Stück davon. Von diesen, von der Schwarzeiche. Weil die lassen sich nur, anpflanzen, indem man 4 Stück quasi nebeneinander pflanzt. Und ich hoffe mal, dass das Ding, dass uns das gelingt, hier mal so ein bisschen was zu holen von der Schwarzeiche. Ein bisschen, ja, Geäst oder Baumlaub mal abtragen hier. Manchmal hat man Glück und die droppen dann so ein bisschen was. Ja, hier sieht man auch schon, ist zum Glück nicht ganz so schwierig wie bei den tropischen Holz, das Tropic Holz. Weil da ist natürlich das Problem, die droppen nicht so viel, habe ich so einen Eindruck, also sprich die Erfahrung. Ja, Holz nehme ich mir jetzt nicht mehr mit, weil Schwarzeichenholz, wie gesagt, haben wir dann auch mehr als genug. Am liebsten würde ich acht Setzlinge mitnehmen wollen. Von den. Oh, da haben wir sogar einen Apfel gekriegt. Zack, den habe ich mir mal schnell nochmal geschnappt. Apfel auch gut. Aber mal schauen hier. Oh, da ist schon der nächste. Zack, den haben wir bekommen. Alles lohnt sich. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Oh, cool, mal ein Apfel, mal was anderes als dieses vergammelte Fleisch. Und wir haben 8 Stück. Genauso viel, wie ich haben wollte. Das heißt, wir haben 2 Bäume. Ist ganz gut. Reicht für die große Reise zum Mitnehmen. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich überlege gerade, ob wir noch die Werkbank vielleicht mitnehmen wollen. Können wir machen. Theoretisch. Ja, komm, packen wir sie ein. Ich habe mir extra eine Axt gebaut. Zack, da haben wir sie auch schon. Ja, und das lasse ich hier für die Schafe hier. Dann haben sie einen kleinen Stall. Können sie reingehen, wenn es ja draußen gewittert oder so. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen weiter um. Für die Leute, die das nicht kennen, das sind diese sogenannten Riesenpilze. Die kann man natürlich auch abbauen. Am besten mit der Axt. Geht am schnellsten. Ja, und was kriegt man da raus, wenn man die abbaut? Ja, ganz klar, Pilze natürlich. In diesem Falle. Fliegenpilze, sage ich dazu mal, weil die einfach Ähnlichkeit haben mit Fliegenpilzen. Und es ist natürlich ja wesentlich effizienter, hier so eine Riesenpilze abzubauen, als im Prinzip kleine Pilze zu züchten. Der Ertrag von so einem Riesenpilz ist doch schon wesentlich höher als bei kleineren Pilzen, wie man hier auch schon erkennen kann. Von der Optik her finde ich das sehr schön. Die Riesenpilze, die kann man mit Knochenmehl heranzüchten. Allerdings ganz klar, das Lichtlevel muss hier schwach sein, weil Pilze, wie auch in der Natur, also im realen Leben, im Prinzip einen schattigen Waldplatz benötigen, um dort richtig gedeihen zu können. Ja, und so entstehen im Prinzip hier diese Riesenpilze. Finde ich in Minecraft eine coole Sache, sieht irgendwie episch aus, finde ich irgendwie lustig. Vor allen Dingen, wenn man hier so eine Fackeln reinmacht, kann man auch lustige Häuser bauen. Das hatte ich mal zu Beginn von Minecraft mal gemacht, wo ich angefangen hatte, mir mal so ein Pilzhaus aufzubauen. Kam ich mir so ein bisschen vor wie so ein Schlumpf irgendwie, weil das war schon irgendwie. Oh, ja, was wieder, nehme ich auch gleich mit. Ja, wie so ein Schlumpf, ne? Die haben auch immer so die Schlümpfe in so eine Dings gelebt, in so eine Pilzhäuser. Also auch ganz witzig. Hier, das nehmen wir auch noch mit hier. Ja, ansonsten ist in diesem Rooffeed oder wie das ausgesprochen wird, Forest eigentlich nicht so viel zu holen. Außer halt die Schwarzeiche, ein bisschen ja, sich die Pilze anzugucken. Ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel. Und vom Biom selber her, vom Schwierigkeitsgrad zu spielen, auch relativ einfach. Ich würde sagen, verhält sich auf einer Ebene oder auf einer Stufe wie zum Beispiel der normale Forest oder auch der Birkenwald. Das ist, nimmt sich alles nichts. Hier haben wir, wie gesagt, Wasser. Wir haben jede Menge Holz. Ja, wen soll es wundern bei 4 dicken Stämmen? Und ja, Wiese haben wir, Rasen haben wir, Weizen haben wir hier natürlich und ja, klimatisch wächst hier und gedeiht natürlich auch alles prima. Ist ein sehr zu spielen einfaches Biom, also seht ihr ja selbst. Tümpel haben wir hier zur Verfügung,
Birkensicht da hinten auch noch, die könnte man theoretisch jetzt auch mitnehmen. Ja, also das ist. Ich nehme jetzt nur mal hier ein bisschen Farbstoffe mit, weil die kann man auch immer gebrauchen. Ja, ansonsten bietet das jetzt hier eigentlich ja nicht wirklich viel. Sieht ganz nett aus. Ja, ist in Ordnung, finde ich. Ist in Ordnung. Sieht cool aus. So, ein bisschen Farbstoff, wie gesagt, nehme ich immer ganz gerne noch mit. So, was machen wir jetzt? Welche Richtung wollten wir nehmen? Norden wollten wir immer, ne? Ne, wir wollten immer nach Süden. So war das. Jetzt müssen wir mal gucken, wo Süden ist. Süden, das ist schon die richtige Richtung anscheinend. Ja, also hier in die Richtung müssen wir jetzt einfach weiter. Und gucken wir mal nach, was wir noch so alles sehen. Also jetzt haben wir auf jeden Fall schon das, was wir haben wollten. Haben wir auf jeden Fall erstmal wiederbekommen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir hier auch eine kleine Basis aufbaue und im Prinzip hier auch eine Chest, also eine Kiste mache. Und dass wir nachher auf dem Rückweg quasi einfach nur alles einsammeln müssen. Aber ich glaube, Schwarzeiche ist jetzt auch nicht so wertvoll. Ist jetzt nicht so dramatisch. Das war hier einfach. Was ist denn das? Was das denn? Auch merkwürdig aus. Episch, episch, episch. Guckt euch das mal an. Ja, das sind so die Momente. Ja, Leute, also ich muss jetzt kurz nochmal an Land gehen, weil ich möchte dazu noch ein bisschen was sagen. Also, ihr seht es selber. Warte mal, ich versuche das mal in einer besseren Position hinzukriegen. Hier. Also, ihr seht es selber. Das sind so diese Sachen. Diese entdeckt man in Minecraft natürlich nur, wenn man die Spielvariante Nomadentum spielt. Das heißt im Prinzip mit wenig Gepäck einfach unterwegs und immer irgendeine Koordinate lang wandern. Weil wenn man sich nur an einem einzigen Fleck aufhält, entgehen einem natürlich solch geile Momente, solch geile, ja, vom Computer generierten oder vom Minecraft generierten Natur, wie nennt man das? Ja, das hört sich immer ein bisschen blöd an in so einem Spiel, weil es ja alles nur generiert im Prinzip aus Blöcken. Aber irgendwie, es ist cool, es ist episch, es sieht irgendwie cool aus, finde ich. Und das ist so diese Kreativität, die auch in Minecraft irgendwie vorhanden ist. Und das finde ich einfach so reizvoll am Nomadentum, dass man so wandert und halt solche schönen Sachen entdeckt, die der Computer hier halt generiert hat. Und ich finde das irgendwie witzig. Also hier diesen Wassergraben von da oben, dieser Zipfel im Prinzip, der hier so runter plätschert, finde ich mega episch. Also richtig episch, also richtig geil. Ja, das sind so die Momente, die ich wirklich cool finde. Das ist schon. Ja, ich könnte schon wieder überlegen, so, wow, was kannst du hier bauen? Also hier wäre schon wieder so, nicht nur einfach so dieses Haus mit vier Wänden, sondern halt wirklich sich kreativ hier total austoben und eine total verrückte, crazy Behausung bauen oder so. Ja, so ein Weizenfeld in der Luft zum Beispiel oder was weiß ich was, was man da machen könnte. Also da gibt es so viel. Allerdings, wie gesagt, da kann man den Creative-Modus, den würde ich doch in diesem Falle dann halt vorziehen, wenn man sich kreativ austoben will. Naja, heißt ja auch creative, kreativ. Ja, hier kommen wir anscheinend schon zu dem nächsten Biom, was sich hier mitten im Wasser befindet. Und das sieht mir hier ganz nach den Extreme Hills aus. Also auch total verschärft die Sache. Können ja hier immer so ein bisschen durchschwimmen. Oh, da oben auch, das sind die sogenannten fliegenden Inseln. Die sind ja auch schon so zu so einem, ja, Minecraft-Mythos geworden. Das sind so diese schwebenden Inseln. Ich habe da schon Videos gesehen, wo YouTuber oder auch Minecraftler richtig lustige Sachen da gebaut haben auf diesen Inseln da oben. Da ist man auch relativ sicher vor irgendwelchen ja, Monstern und dann im Prinzip, wow, Leute, das müssen wir uns jetzt angucken. Nehmt es mir nicht übel, das ist, aber das muss ich einfach. Ich liebe das Nomadentum, ja, hier so durch die Gegend so zu stolzieren und sich alles anzugucken und neue Sachen zu entdecken. Finde ich so geil irgendwie. Oh, herrlich. Wobei ich Klettern gar nicht mag, aber oh, oder hier, alleine dieser Ausblick hier, das ist doch richtig geil, ja. Also das ist doch so richtig so, oh, da werde ich nachher auch gleich mal ein paar Screenshots von machen. Ich auf Facebook oder so dann mal veröffentlichen. Ich bin da so im Minecraft-Forum drin. Ach, richtig geil, richtig geil. Gefällt mir richtig gut. So. Hohoho. Ja, nice. Ich freue mich voll hier. Ja, cool. Man wird das schon wieder dunkel hier, ey. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Ah. Oh. Wow. Wow. Hallo, Huhn.
Oh nein, da ist doch schon wieder dieses ganze Gesockse da hinten. Na, einer von der Bauaufsichtsbehörde, der immer so gerne gleich in die Luft geht. Ja, komm, dann geh doch in die Luft, ich hau ab hier. So. Ah, das hast du mir wenigstens ein bisschen Erde beschert. Und Erde kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, ist, was soll ich dazu sagen? Richtig geil. Also richtig geil, da geht es dann noch nach unten. Und guck mal das Wasser, wie das hier plätschert, ne? Also fließt ja immer 8 Blöcke mit Quellblock. Optik, Optik, kann auch schon reingehen hier. Mit dem Texturenpaket sieht das auch richtig cool aus hier mit dem Kies und also ich bin richtig begeistert. Ich bin richtig begeistert und das fließt hier auch noch weiter. Das ist, werde ich mal gucken, aber die dürften Extreme Hills sein. Ja, Extreme Hills BL steht da auch da unten in der LC-Zeile drin. Richtig cool, richtig cool. Das sind so, wie gesagt, die Momente, die ja extrem geil sind. Da hat sich doch der Aufstieg gelohnt. Ja, am liebsten würde ich doch ganz nach oben mal. Irgendwie, ich könnte jetzt. Ah, okay, ich hab. Oh ne, jetzt kommt Ihnchen schon wieder an hier. Ja, es ist natürlich ja die Monster. Ich könnte ja ausschalten, die Monster, aber. Ja. Ach, oder einfach hier mal schnell reinbuddeln. Ich buddel gleich eine Schaufel bei. Oh ne. Was war das denn? Wo bist du denn? Ja, also ich werde mal lieber runtergehen. Ach, da ist er. Na komm. Ja, so also im Wasser kann mir eigentlich nichts passieren. Deswegen wollte ich ins Wasser gehen. Ja, der hat Schwierigkeiten hochzukommen, weil das sind da 2 Blöcke. Aber der Kleine kommt. Ja, ich springe einfach ins Wasser rein. Hier bin ich gesaved im Wasser. Da passiert erstmal nichts, weil ich habe auch schon wieder so zu wenig Herzen. Deswegen ganz schnell mal was essen. Ich habe hier verrottetes Fleisch. Das knalle ich mir jetzt erstmal hinter. Sodass die Herzensleiste erstmal wieder, also die Lebensleiste ein bisschen, ja, aufsteigt. Ja, ist natürlich das Blöde, wenn man in der Nacht hier rumwandert. Dann hat man natürlich diese Probleme mit dem ganzen Gelumpe. Aber gut, wir wollten uns ja eh nicht so lange aufhalten. Wir wollten ja Richtung Süden. Können ja eben mal kurz gucken. Das ist jetzt hier Westen. Wo ist denn hier der Süden? Norden, der ist. Da ist Süden. Okay, dann müssen wir das Ding hier quasi umrunden. Auch kein Problem. Können wir machen. Müssen wir hier die Bergkette im Prinzip so lang. Na, ich wollte mir das auch eigentlich nur angucken. Weil ich das, wie gesagt, richtig geil finde. Und das sind so Sachen, die. Ach, da hätte ich jetzt schon wieder so Lust da oben. Irgendwie eine Höhle mir zu suchen und die auszubauen, zu designen, so Cave Design oder sowas zu machen. Da, das ist irgendwie mein Ding. Also ich weiß auch nicht. Also ich bin seit Geburt an eigentlich wirklich so ein kreativer Mensch. Ich würde wirklich auch sagen, ohne zu übertreiben, dass ich wirklich so überaus kreativ bin. Also das ist auch in der Schule. In Kunst zum Beispiel hatte ich immer eine 1 gehabt. Also das war, ich war ja in der Schule nicht so die hellste Leuchte. War ja mehr so der Autodidakt. Also sprich jemand, der sich alles selbst beibringt zu Hause. Und ja, Kunst hat mich schon immer so fasziniert, so Musik und Kunst, das waren so meine Fächer. So die anderen, die fanden Sport immer toll und ich war halt mehr so der Künstler. Ja. Naja, so ist das halt gewesen. Ich habe auch ganz verrückte Sachen da gebastelt und gestaltet und das ist auch so, wenn ich einen Prospekt sehe oder so vom Pennymarkt oder so, ich mich auch mal mit meiner Süßen mal darüber so ein bisschen unterhalten. Da habe ich auch gesagt, so, ey, das kann man ganz anders machen. Gerade so Fußball-WM und so, da kann man viel bessere Marketingkonzepte erstellen, so ja, Mediendesign und so eine Geschichten. Das ist total mein Ding, da blühe ich, wie gesagt, auf so. Und ja, deswegen halte ich mich natürlich klar, brauche ich natürlich auch beruflich irgendwas so in der Medienwelt, wo ich mich so ein bisschen kreativ entfalten kann halt. Ne? Das ist ganz klar, solche Menschen, die können nicht einfach nur stupide irgendwie, ja, und machen da irgendwie. Meine gute Büroarbeit ist natürlich recht einfach, aber das ist mir zu langweilig. Also ich brauche da wirklich so ein paar Grafikprogramme oder irgendwie was Künstlerisches, Musik machen, irgendwie sowas mit Leuten zusammen sein, kommunikativ natürlich auch. Und das macht schon Bock, ey. Ja, wenn man das sich hier so anguckt, das inspiriert einen, das inspiriert einen. Also ich glaube, ich habe ja die Koordinaten, die werden ja hier aufgezeichnet. Vielleicht gucken wir uns später irgendwann mal bei Folge 1000 oder so. Kommen wir dann hier zurück und machen hier ein Picknick oder so. Keine Ahnung. Wer weiß, was bei Folge 1000, wenn ich so lange durchhalte hier das Let's Play,
Ja, alles so noch erleben. Oh, hier haben wir schon das nächste Ereignis. Lava. Hier sehe ich Lava, die direkt ins Wasser auch reinfließt. Oh, auch episch. Also seht euch dieses richtig grelle Neon-Orange an und dieses geile Blau, dieses toll. Also mich auch richtig begeistert. Ja, das sind so wirklich so, das sind so alles so eine Screenshots. Ja, das könnte man hier machen. Richtig cool. Naja, wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Wir wollten ja weiter unsere ja, Sachen alle holen. Die Richtung stimmt, Süden, immer der Sonne hinterher und mal gucken, auf was für Biome wir jetzt noch so stoßen. Wie gesagt, Mushroom Island fehlt noch, also die Pilzinsel, die ist sehr selten in Minecraft. Also ich habe schon Kommentare in Foren gelesen und auch auf YouTube gehört in Videos, dass die im Prinzip teilweise über 7 Stunden lang hintereinander Minecraft gespielt haben, um nur dieses Pilzbiom zu finden. Ich muss dazu sagen, auf meinem Tafelberg, was ich auch in dem Let's Show mal gezeigt hatte, da hatte ich das Glück und habe eigentlich fast um die Ecke so eine Pilzinsel gefunden, auch mehr oder weniger durch den Zufall. Und habe mich natürlich gefreut, mir die mal anzugucken, weil da gibt es auch diese Pilzkühe, ne, mit diesem. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier ein neues Biom. Und zwar, das sieht mir hier ganz nach Swampland aus, also hier die Sumpf. Das hier sind zum Beispiel diese Teichrosenblätter, die nehme ich auf jeden Fall auch mal mit für Dekozwecke. Die gibt es ja bei uns auch nicht in der Grottengegend. Allerdings für Swampland ein bisschen eigenartig, dass hier nur ein einziger Baum ist. Das ist im Prinzip, ist das eine ganz normale Eiche, also Eichenholz. Nur halt mit solchen, wie nennt sich das, Ranken, ich glaube Ranken oder Ranken oder irgendwie sowas. Diese wird da so runterbaumelt halt, ne? Wo ich machen wir so, sagen wir mal, es ist Lametta, grünes Lametta. Ja, einfach ausgedrückt. Ansonsten ist es eine ganz normale Eiche. Da bekommt man auch, ja, leider kein anderes Holz drauf. Also von den Eigenschaften her ist halt wirklich das Besondere hier nur diese Dinger hier, die kann man auch einzeln abmachen. Hätte man jetzt eine Schere. Ja, dann könnte man die sogar mitnehmen. Ja, Sumpfland generell zu spielen ist recht einfach. Auch sieht schwierig aus, ist aber einfach. Bietet viel kreative Möglichkeiten, ganz klar. Weil, wie gesagt, wir sehen schon hier, man kann sich unter so einen Baum stellen und hier kann man im Prinzip auch, es gibt auch höhere Varianten hiervon, kann man sich hier zum Beispiel auch ein wunderbares Haus aufbauen, was ja auch richtig cool aussieht. Aber was es noch zu sagen gibt, im Sumpf selbst, das Wasser, die Verfärbung, gut, in diesem Texturenpaket hier von dem Herrn Sommer sieht man es jetzt nicht so extrem. Bei Misa, finde ich, ist es mir sehr stark aufgefallen. Bei Misa generell ist das Wasser sehr milchig. Und wenn man hier sieht, so im Sumpf, man sieht ja schon den Unterschied. Ja, da ist es so mehr bläulich und hier so ein bisschen trüb halt, ne? Das ist halt so dem Sumpf angepasst. Und das ist natürlich ganz interessant, nur es wird auf Dauer depressiv. Also ich hatte auch mal so in einer meiner Welten privat mal mir ein schönes Häuslein aufgebaut, natürlich auch mit Farm und alles. Und hier war dann auch so, oh, war immer dieses Wetter, also das war so trüb und so depressiv und so. Ja, das fand ich dann natürlich nicht so reizvoll. Ja, das war jetzt nicht so meins irgendwie, dass ich dann auch gesagt habe, so wechselst du mal erstmal. Ach ja, genau, das war dann auch lustig, weil ich hatte mir dann so einen Swimmingpool gebaut gehabt, so einen recht großen. Und das ist lustig, dass sich so das Wasser nicht verfärbt. Also auch wenn man sich jetzt so von einer anderen Position helleres Wasser nimmt, ist das Wasser auch so trüb. Also man muss dann wirklich eine Biomgrenze abwischen vom Swampland, also vom Sumpfland, dass man im Prinzip hier so dieses ja, schöne, klare Wasser dann auch bekommt, dieses einladende Blau. Ja, ansonsten gibt es im Swampland, kann man noch erwähnen, für die, die das nicht kennen, von den Gegebenheiten her die blaue Orchidee, die werden wir jetzt auch suchen und mal mitnehmen. Vielleicht haben wir Glück und da wächst schon eine. Die gibt nämlich auch blauen Farbstoff, die kommt nur im Sumpfland vor. Das ist sie nämlich, das ist die blaue Orchidee. Die nehmen wir uns auf jeden Fall auch mit. Zack. Und davon wollte ich aber auch gerne ein bisschen mehr haben. So. Da haben wir noch eine hier so rumliegen. Ups. Also die Teichrosenblätter, da kann man übrigens auch raufspringen. Und ansonsten gibt es hier noch vereinzelt eine Hütte. Ja, das ist aber, sind da keine Villager drin, also keine Dorfbewohner, sondern eine Hexe. Da ist meistens dann noch ein Kessel drin zu finden und ein Blumentopf mit einem Fliegenpilz drin. Ja, das ist so dieses, was man da noch sagen könnte. Also hier ist auch ganz interessant, was hier so gemacht worden ist. Hier so eine kleine Erhöhung, eine Anhöhung. Mit einer Wiese.